Also ich sage schon immer. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im letzten Jahr 719 Mordfälle und 1664 Fälle von Totschlag erfasst. Davon wurden um die 95% aufgeklärt. Zur Aufklärung von Mord und Totschlag kann nicht nur der Mensch beitragen. Auch die kleinsten Krabbeltiere spielen eine wichtige Rolle und lassen zum Beispiel Rückschlüsse auf die Todesursache zu. Die Nutzung von Insekten zur Aufklärung von Verbrechen nennt sich forensische Entomologie. Die Forensik untersucht im Allgemeinen kriminelle Handlungen auf Basis von Kriminalistik, Rechtsmedizin und Naturwissenschaften. Entomologie bedeutet einfach Insektenkunde. Zusammengesetzt haben wir dann also die forensische Entomologie. Insekten, die auf Leichen gefunden werden, können unter anderem Auskunft darüber geben, ob Fund und Tatort übereinstimmen und wann der Tatzeitpunkt war. Diesen kann man dann, dank Insekten, noch nach Wochen auf den Tag genau bestimmen. Die üblichen Methoden der Rechtsmedizin kommen nach spätestens 2 Tagen an ihre Grenzen. Doch kennt man die Zyklen der Insekten, in denen sie sich auf Körpern ansiedeln? Und ihre Entwicklungsstadien? Also handelt es sich um Eier, Maden oder Puppen? Lässt sich so feststellen, wie alt die Leiche ist. Aber nicht nur das. Auch kann man erkennen, ob der Leichnam nochmal bewegt wurde. Findet man zum Beispiel ein Insekt, was im Wald nicht vorkommt, wurde der Körper zu einem späteren Zeitpunkt hier platziert. Können EntomologInnen am Tatort die Tiere sichern, werden wichtige Informationen geborgen. Jedoch gibt es in Deutschland gerade mal eine Handvoll. Umso spannender, einen Einblick in ihre Arbeit zu bekommen. Für den folgenden Programmpunkt möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Gleich wird es um Mordfälle gehen, die explizit besprochen werden. Und damit willkommen zur Utopia True Crime Night. Ich glaube, wir brauchen gleich dann wieder ein Sofa. Also wir müssen ja irgendwo sitzen. Wenn es um das Lösen von Kriminalfällen geht, wissen Insekten manchmal mehr als die besten TatortkommissarInnen. Deshalb wird Markus Schwarz auch immer wieder zu Tatorten gerufen, um die Insekten zu bergen. Denn er ist forensischer Entomologe und kann deuten, welche Spuren die Insekten offenlegen. Lydia Benecke weiß, wie Menschen ticken. Die Kriminalpsychologin kennt die Psyche des Menschen und ganz besonders den, dunklen Teil davon. Der Markus? Wir freuen uns, mit Markus und Lydia zwei echte True-Crime-ExpertInnen unter der Kuppel begrüßen zu dürfen. Hallo. Willkommen bei Utopia. Ja, danke. Danke. Hallo. So, wir haben eine Kleinigkeit mitgebracht zur Fortbildung. Hi. Ja, also sowohl psychologische als auch entomologische Auf Literatur. Auf dünnem Eis, hast du gehört, das bist du. Genau. Voll nett, euch alle kennenzulernen. Dankeschön. Voll geil. Echt abgefahren, ja. Also ist für jeden eins da? Ja, ich hoffe. Theoretisch, ja. Also, perfekt, dann fange ich an. Nur zwei. Ja, bitte, ja. Bedienet euch. Achso, sind zwei Bücher. Ja, ja, ihr könnt euch alle. Vielen Dank. Ihr gebt was gratis, Mann. Ist gratis. Beste Liebe. Soll ich eins geben? Das wäre lieb. Ist mir egal. Ja. Das ist ja, na klar, das ist. Ich nehme zwei. Das muss so. Das ist sehr gut. Ja. Vergesst die Tassen nicht. Genau, wir haben Tassen da. Da müsst ihr auch mal gucken, da sind verschiedene Motive. Verschiedene Motive, Alter, das ja. Das ist so krass, ne? Was? Ihr seid so krass, echt. Also unter anderem. Ja, das ist quasi, wir ersetzen den Weihnachtsmann. Nein. Da ist eine Psychopathentasse zum Beispiel. Da sieht man also verschiedene Psychopathiearten. Kannst du bitte da weggehen? Und dann gibt es noch eine Einhorntasse, also passend zur CSD-Zeit. Und dann gibt es noch eine Grufti-Lydia-Tasse. Achso, die sind von dem Kölner Künstler Vladi Kraft. Das ist ein Comic-Künstler, ein Freund von mir. Und der hat diese ganzen Sachen erfunden. Geilo. Dankeschön. Also erst einmal, Leute, was sagt man, wenn man was geschenkt bekommt? Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Aber ihr seid jetzt nicht nur wegen Geschenken gekommen, oder? Lydia, erzähl euch auch was. Ja, klar. Sehr schön. Ich glaube, ihr wollt ihr vielleicht mal auf die Bühne, dann habt ihr... Lydia, nach dir. Achso, alles klar, genau. Einmal. Ich möchte dir was trinken, Wasser. Oh. Sehr gern. Ja, stilles Wasser, wäre cool. Danke. Kalt? Ich auch. Schön. Ja. Ah, die zwei Stühle. Was? Wir setzen uns an den Tisch? Weiß ich gar nicht. Braucht ihr einen? Also wenn es passt, einen Tisch? Auf Tisch? Mir würde das helfen wegen des Laptops. Ja, dann gerne. Dann setzen wir uns an den Tisch. Ja, dann setze ich mich doch einfach dahin. Perfekt, ja. Soll ich hier nochmal gerade?
Genau, wir haben da Kleinigkeiten vorbereitet. Mega cool. So, also die Crowd bitte einmal Ruhe und hinsetzen. Hinsetzen oder gehen? Warum bin ich jetzt auf einmal hier der Aufpasser geworden? Es ist wirklich, wir haben einen langen Tag hinter uns, deswegen sind wir ein kleines bisschen. Ja, natürlich. Achtung! Das, was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. Wir laden euch ein zur True Crime Night. Voll eingedeckt. Jo. Genau, also, vielleicht sollten wir kurz mal erzählen, was wir machen, weil wir jetzt nicht voraussetzen können, dass ihr wisst, was wir eigentlich tun. Wir sind nämlich befreundet und haben ein gemeinsames Interesse, nämlich arbeiten wir beide in Berufen, die mit Straftaten zu tun haben. Und dementsprechend würde ich sagen, vielleicht sollte der Markus anfangen, sich vorzustellen. Ja, also es macht auch so vom Ablauf her, ergibt das ein bisschen mehr Sinn, weil ich in den meisten Fällen zu den Fällen dazugerufen werde, wenn sie noch relativ frisch sind. Ich bin forensischer Entomologe und schaue mir in der normalen Situation eines Leichenfundes, wenn ein Straftatverdacht besteht, beziehungsweise wenn Mord oder Totschlag eben aufgefunden werden und da Insekten eine Rolle spielen, schaue ich mir also die Insekten an, gehe an die Tatorte, sammle mir die Tiere ab und bestimme dann unter anderem anhand von diesen Tieren, wie lange die Leiche da schon liegt, beziehungsweise ob die Leiche gegebenenfalls umgelagert wurde. Alle Fälle, die ihr in dem Buch lest, sind so passiert. Da sind die Namen geändert, da sind die Zeiträume geändert. Aber im Großen und Ganzen sind das alles Fälle, die ich selbst bearbeitet habe. Zusätzlich zur Entomologie, also ich arbeite am Rechtsmedizinischen Institut in Leipzig. Zusätzlich zur Entomologie nehme ich noch die Ballistik mit. Das heißt, wenn geschossen wurde, schaue ich mir dann dementsprechend die verletzten Personen oder eben die Toten an, um dann anhand der Verletzungen zu bestimmen, welches Waffensystem beteiligt war, ob es plausibel war, so wie der Tatablauf rekonstruiert wurde. Und ja, ursprünglich habe ich mal Forstwissenschaften studiert. Das heißt, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit bin ich also auch per Ausbildung schon sehr gut vertraut. Und die Lydia, die kenne ich jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Ja. Und sie kommt dann dazu, wenn man irgendwann mal einen Täter hat und der dann hinter Gitter sitzt. Genau, denn die Täter kommen bei mir an, wenn sie schon verurteilt sind. Und ich arbeite in 2 Institutionen. Einmal in einer Ambulanz für Sexualstraftäter. Das Interessante daran ist vielleicht auch schon mal, dass theoretisch auch Frauen dort ankommen können. Wir hatten aber in vielen Jahren nur eine Handvoll Frauen, die bei uns gelandet sind. Und der überwiegende Großteil sind natürlich männliche Personen. Das hat viele Gründe, da könnten wir noch mal drauf eingehen. Männer, Frauen und Unterschiede, was Straftaten angeht. Auf jeden Fall ist das mein einer Arbeitsplatz. Da kommen die Leute also hin im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen und müssen dann regelmäßig zu uns kommen. Und wir müssen dann auch dem Bewährungshelfer, der Bewährungshelferin Berichte schreiben. So. Und der andere Arbeitsplatz ist eine sozialtherapeutische Anstalt. Das ist eine spezielle Art von JVA, wo besonders rückfallgefährdete Sexual- und Gewaltstraftäter sind. Und da bin ich seit jetzt auch 10 Jahren im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe. Und Gewaltstraftäter sind bei uns halt Menschen, die wegen unterschiedlicher Tötungsdelikte verurteilt wurden. Manchmal auch Menschen, die aus organisierter Kriminalität ausgestiegen sind. Oder gelegentlich auch Serienpyromanen. Aber im Großen und Ganzen haben wir da sehr viel mit Tötungsdelikten zu tun. Das heißt, ich habe diese 2 Arbeitsplätze und mich interessiert halt besonders, welche Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle spielen, dass ein Mensch sich entscheidet, so eine Tat zu begehen und ein anderer Mensch sagt, könnte ich mir nie vorstellen. Und das ist halt auch die Wissenschaft, also in meinem Buch habe ich auch so ein bisschen genau darüber geschrieben, also welche Eigenschaften machen es Menschen leichter, Verbrechen zu begehen und welche Eigenschaften machen es Menschen eher schwerer. Und manche Menschen haben halt Persönlichkeiten, aufgrund derer es leichter ist, Verbrechen zu begehen. Und andere Menschen haben eine sehr normale Gewissensinstanz, die erfinden aber Ausreden für sich, warum sie zum Beispiel etwas getan haben. Und das nennen wir kognitive Verzerrungen. Da können wir euch auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und dementsprechend gucken wir natürlich aus verschiedenen Perspektiven in Straftaten, aber haben auch viel Austausch. Und das ist dann natürlich auch interessant, befreundet zu sein, weil wir sozusagen auf dieselben Fälle aus unterschiedlichen Blickwinkeln wissenschaftlich schauen. Genau. Habt ihr irgendwelche Fragen? Weil soll ja jetzt nicht Frontalunterricht sein. Also ihr könnt gerne irgendwie einfach raushauen,
Ja, bitte. Hält euch selber auf, dass ihr ein perfektes Gemisch aus Schweigen der Lämmer und Criminal Minds seid. Ja. Es ist so, es ist Wahnsinn. Es ist Nein. schön. Interessant. Wirklich, also wirklich so Schweigen der Lämmer, so Thomas Harris, wenn er jetzt mal recherchieren möchte, würde jetzt bei euch mal nachfragen. So, interessant. Das ist mega cool. Und abgefahren ist, ich habe nämlich in dem Buch geschrieben, dass ich mich sehr früh schon interessiert habe für Straftaten. Also ich habe echt schon als junger Teenager auch Bücher über Straftaten gelesen. Ja. Und ich habe unter anderem, obwohl ich das eigentlich nicht gedurft hätte, schon minderjährig das Schweigen der Lämmer geguckt. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant aus dem Kontext. Also damals auf VHS-Kassette, falls ihr davon gehört habt. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Jo. Und sag mal, habt ihr sonst irgendwie vielleicht Fragen schon mal grundsätzlich zu dem, was wir... Eine ganz wichtige Frage. Ja, habt ihr den Glauben an die Menschheit verloren? Nee. Also ich persönlich nicht, nee. Also glaubt ihr noch an das Gute im Menschen? Ja, selbstverständlich. Aber ich habe doch die ganze Zeit nur mit solch, also quasi nur mit dem Negativen eigentlich. Ja, wissenschaftlich verständlich. Ach, bist du. Aber grundlegend, ich meine, Sexualstraftäter, ne, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sorry, ich glaube... Ich verstehe das emotionale Entsetzen, was Menschen natürlich kriegen, wenn sie von solchen Fällen hören. Und dann denken ja viele so, boah, wenn ich jeden Tag damit zu tun hätte, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Interessanterweise nämlich, sage ich auch oft, wenn zum Beispiel... Psychologiestudierende, wenn die Interesse haben, in die Richtung zu gehen, dann sage ich, es wäre gut, während des Studiums ein Praktikum zu machen, weil es ist was anderes, True Crime Podcast zu hören oder wirklich mit Verbrechen zu arbeiten. Und der Punkt ist halt, du kannst da nicht sagen, ja, die Verbrechen, die finde ich aber nicht gut, da will ich nichts mehr zu tun haben. Also entweder kommst du echt mit dem ganzen Spektrum klar oder du lässt es. Und dementsprechend, nach so einem Praktikum, gibt es halt Personen, die sagen, okay, das ist mir doch zu anstrengend und die lassen es. Und andere, die sagen, ich komme gut damit klar. Und du musst halt, glaube ich, da haben wir auch einiges gemeinsam, du musst einfach abstrahieren. Also du musst schon die Straftaten so ein bisschen von dir weghalten, indem du es vielleicht eher wissenschaftlich siehst. Und eben, wenn du die ganze Zeit nur fühlen würdest, wie tragisch das ist, dann wäre es, glaube ich, too much. Ich vermute, dass es in deinem Beruf ähnlich ist oder auch am Institut, wo du arbeitest. Das Problem ist halt auch, ich sehe ja, und das weiß ich auch, gehäuft diese Fälle. Weil ich als einer von insgesamt 6 Personen diese Fälle auch bearbeiten kann im Auftrag von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das heißt, bei mir häuft sich das natürlich auch aus dem kompletten Bundesgebiet. Das heißt, ich sehe nicht nur die Leichen aus Leipzig, sondern aus komplett Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen. Also wenn die Polizei eine Frage hat, bin ich halt für die auch da. Und wenn Insekten an Menschen dran sind, dann sind die entweder schwer verwahrlost und die Insekten sind am lebenden Körper. Wenn zum Beispiel irgendwelche Liegegeschwüre dann von Fliegenmaden besiedelt sind, da geht es dann meistens um die Fragestellung einer Pflegevernachlässigung. Also ist die Person ja mit irgendjemandem quasi in Kontakt, der sie pflegen soll oder auf die aufpassen soll, Verbände wechseln, Windeln wechseln oder sich eben um Verletzungen kümmern. Und wenn das eben ausbleibt und da besteht halt irgendwo eine Abhängigkeit, dann ist es natürlich für die Person, die sich kümmern sollte, auch juristisch dann relevant. Und auf der anderen Seite haben wir halt diese klassischen Leichenfälle, wo es dann in den meisten Fällen darum geht, die Liegezeiten zu bestimmen. Wir konnten aber auch in einigen Fällen schon zeigen, dass die Leichen beispielsweise erst in der Wohnung lagen und dann rausgebracht worden sind, indem man einfach 2 unterschiedliche Besiedlungswellen anhand der Insekten nachweisen konnte. In den meisten Fällen sind das Schmeißfliegen. Die können also auch jetzt problemlos hier in so eine Kuppel reinkommen, weil halt immer doch noch irgendwo Löcher sind. Deswegen wäre dieses Experiment hier für... eine Leichenbesiedlung durchaus interessant. Gut, das ist der Punkt, wo ich jetzt gehe. Und das ist also auch so, man hat natürlich, und das werdet ihr auch gleich sehen, ich habe euch also einen der krasseren Fälle mitgebracht, auch in regelmäßigen Abständen mit wirklich schweren Kapitaldelikten zu tun und auf der anderen Seite dann aber auch mit extrem skurrilen Fällen. Das ist dann der zweite Fall, den wir vorstellen. Also ein Kapitalverbrechen ist halt Mord und Totschlag. Also wo wirklich jemand aus irgendeinem Grund jemand anders umgebracht hat. Also mit Vorsatz. Mit Vorsatz. Okay. Bitte? Ja. Machst du das jetzt im Speziellen, dass du dich abgrenzen kannst von dem Ganzen? Also Lauter. Machst du selber, also bist du vielleicht gerade selber auch zu einem Therapeuten oder irgendwas? Ach so. Sachen zu verarbeiten? Oder wir haben ja Supervisionen. Also Leute, die dafür ausgebildet sind, um mit uns Fälle zu reflektieren, aber auch wenn irgendwie etwas halt, irgendein Fall einen besonders belasten würde, um es mal sehr einfach zu sagen, so, ich glaube, das macht jeder anders, aber brauche ich nicht, weil ich glaube, das Eingangskriterium ist halt, wenn du mit einem Praktikum anfängst, das habe ich auch gemacht, 2008, da war ich am Ende des Studiums, da habe ich das Praktikum gemacht in der sozialtherapeutischen Anstalt, wo ich bis heute tätig bin und da wurde ich direkt geschickt in die Gruppe zum Thema Missbrauch.
So, also was emotional schon so viele sehr, sehr belastend finden natürlich. Okay. Und war das okay? Da war dann die Frage, komme ich damit klar oder nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, damit komme ich klar. Und dann war eigentlich klar, okay, so, das geht. Und da ist eben der Punkt, wenn du merkst, dass du charakterlich das von dir so weit fernhalten kannst, dass es dich nicht emotional belastet, dann ist das der richtige Grund, denke ich, um in diese Richtung zu gehen beruflich. Und sonst würdest du es nicht tun. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass viele, die schon bei einem Praktikum merken, dass sie dann abends die ganze Zeit drüber nachdenken und das auch nicht besser wird. Ich denke, es wäre logisch, dann zu entscheiden, dann lasse ich es einfach. Das ist, glaube ich, bei jedem Beruf so, wenn du merkst, es geht einfach nicht so. Ne? Und wäre bei Markus auch so. Also es gibt halt Dinge, die manche Menschen verkraften emotional und andere nicht. Ja. Also zum Beispiel durfte ich ein paar Mal hospitieren bei Sektionen im Institut von Markus. Das ist ja auch etwas, was nicht jeder Mensch vielleicht vertragen würde. Ich weiß nicht mal, ob ich heute noch schlafen kann, wenn ich die 12 ja. Ja, dann wird's, also das schlimmste Bild wurde schon aus meiner Bildersammlung quasi rausgelöscht. Ich habe jetzt also ein paar Sachen mit dabei, die sind wesentlich entspannter. Zwei Fragen. Würdest du sagen tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal du an euch beide, ja, natürlich. Beides, ja. Würdest du sagen, dass es auch Leute gibt, die wirklich gar nicht reflektieren, ihre Taten nicht reflektieren und einfach, also man sagt ja, es gibt ja nicht das Böse im Menschen irgendwie, aber gibt es tatsächlich Personen oder Täter, wo man keinerlei Reflexion und keinerlei, keinerlei Reue gespürt hat und wo man denkt, wie kann denn so ein Mensch so etwas Abscheuliches tun? Also sowas denke ich ja prinzipiell nicht, weil ich glaube, sowas passt einfach nicht zu der Art, die Fälle zu sehen, aus meiner Wissenschaft heraus. Und was ich aber sagen kann, ist, vielleicht kommen wir da direkt zu den Persönlichkeitseigenschaften, die ich meine. Also es gibt Menschen, die haben Risikofaktoren in ihrer Persönlichkeit. Zum Beispiel, wenn du halt wenig mitfühlst und dich echt selten schuldig fühlst, auch wenn du Leuten richtig wehgetan hast und es dir aber gefühlsmäßig echt egal ist, dann ist es einfacher, anderen weh zu tun. Auf unterschiedlichen Ebenen. Das muss nicht zu Straftaten führen, aber logischerweise ist es dann einfacher. Aber die meisten Menschen, die schwere Straftaten begehen, auch Tötungsdelikte und auch Sexualdelikte, sind schon in der Lage, grundsätzlich zum Beispiel sich schuldig zu fühlen. Aber jeder Mensch muss ja weiterleben mit etwas, was er tut. Mhm. Und da haben wir mit dem ganz großen Gebiet dieser kognitiven Verzerrungen zu tun. Das heißt, die Leute, die ein Gewissen haben, was grundlegend funktioniert, die haben diese Gedankenkonstrukte unbewusst. Und dann gibt es so Sachen wie, das ist passiert, statt ich habe es getan. Ja. So wie, wenn du sagst, aber eigentlich war es ja ein Unfall, weil das wollte ich ja so gar nicht. Oder Leute, die sagen, die andere Person, die hat mich dazu gebracht, das zu tun. Wenn die andere Person das und das nicht getan hätte, dann wäre ich gar nicht... Oder so ein bisschen so relativiert quasi. Und ja, total. Und wir hatten auch ein... Total der Verantwortung dann in dem Augenblick. Die aller, also gibt es schon dieses Bild des Psychopathen, der tatsächlich dann... Oh, wichtig. Gut, dass du Psychopath sagst. Geile Überleitung. Geile Überleitung. Insofern pass auf, weil das ist eine der häufigsten Fehlannahmen, dass die meisten schweren, grausamen Verbrechen, dass die von Psychopathen... Das wollte ich auch gar nicht da sagen, aber es gibt ja sicherlich diese Fälle von Leuten, oder? Es gibt Menschen, die psychopathisch sind, aber die erste Frage wäre, was denkt ihr, was ist ein psychopathischer Mensch? So, was würdet ihr denken, was für Eigenschaften hat er? Ja. Jemand, der halt wirklich einfach quasi eine gewisse Unfähigkeit hat, in der echten Welt mal so stattzufinden. Also gerade sowas wie Schizophrenie oder sowas, wenn man dann... jemand, der keine Empathie hat. Red weiter, bitte. Wenn man dann irgendwelche Stimmen zum Beispiel im Kopf hat, was es ja dann so gibt, die einem zum Beispiel befehlen, irgendwelche anderen Dinge zu tun oder so. Das ist gut, dass du das sagst, denn das ist eben nicht korrekt. Aber das ist etwas, was häufig gedacht wird. Mhm. Wir sind ja darüber auch da aufzuklären. Also kurz gesagt, Schizophrenie ist etwas völlig anderes und das ist ein Beispiel. Wenn jemand im Wahn denkt, weil er halt zum Beispiel eine schwere schizophrene Erkrankung hätte und ganz überzeugt ist davon, dass seine Eltern von Außerirdischen ausgetauscht wurden und denkt, diese Außerirdischen hätten die echten Eltern getötet und das sind jetzt die Klone. Und er ist jetzt gezwungen, mit diesen außerirdischen Klonen, die seine Eltern getötet haben, in einem Haus zu leben. Dann kann es sein, dass der irgendwann dazu kommt, diese beiden Personen zu töten und absolut sicher ist, das ist nicht falsch, weil der hat ja in seiner Realität hat er ja eben die Mörder seiner Eltern getötet. So. Und außerdem sind das Außerirdische so. Und wenn jemand so eine schwere Erkrankung hätte, und das ist übrigens nicht übertrieben, sondern das ist jetzt wirklich sowas passiert, solche Fälle gibt es, dann würde die Person nicht einsichtsfähig sein. Die Person wüsste nicht, dass es falsch ist, weil in ihrer Realität, die nachweisbar dann durch eine schwere Erkrankung verändert ist, kann sie nicht erkennen, dass es falsch ist. Und das ist wichtig zum Beispiel für die Schuldfähigkeit. Psychopathische Menschen haben aber nichts mit diesem
Krankheitsbild zu tun. Also es gibt einfach einen riesigen Unterschied zwischen psychisch krank und psychopathisch. Ja, psychopathisch, da kommen wir gleich zu, was es ist. Mhm. Aber merkt ihr schon mal, dass diese Schizophrenen-Erkrankung, dass die damit nichts zu tun haben? Okay. Yo. Ich glaube, man hat auch sowieso generell immer erstmal, dass man, also es gibt ja diese Bilder Soziopath und Psychopath. Ich glaube, das sind ja auch nochmal zwei Extreme. Auch schön, dass wir dazu was sagen können. Irgendwo so ein bisschen ganz oft irgendwie miteinander vermengt und vermischt werden. Irgendwie. Was denkst du denn, was das beides ist, kurz? Also ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist ein Psychopath eine höchst manipulative Person auf jeden Fall. Die meistens einhergeht mit einer Narzissmusstörung, wenn ich da so richtig liege. Und tatsächlich auch so ein Empathieproblem hat. Also generell meistens sehr kalt ist und bewusst manipuliert. Okay, und was wäre aus deiner Sicht dann eine Soziopathie? Eine Soziopathie ist, so wie ich es verstanden habe, eine Person, die sehr impulsiv ist tatsächlich, aber auch bewusst oder unbewusst manipulierend ist, trotzdem aber so ein gewisses Empathieempfinden hat und das auch ganz gut gesellschaftlich irgendwie integriert bekommt. Das ist toll, dass du das sagst, weil, ich erkläre, genau, Markus muss schmunzeln, weil das ein Teil meines Standardvortrags ist. Aber das ist auch deswegen so, weil genau darüber viel falsch gedacht wird. Also diese Begriffe in der Wissenschaft haben zu viel Verwirrung geführt. Weil nämlich sehr viel geforscht wird zu Psychopathy, also diesem Konstrukt, was ich gleich erkläre, was das ist. Und es wurden diese Begriffe teilweise nicht konsistent in der Literatur benutzt. Also zum Beispiel gab es eine Zeit, wo man gedacht hat, Psychopathie ist angeboren und Soziopathie ist erlernt. Kannst du knicken? Heute wissen wir, dass das Gesamtkonstrukt, das ich gleich erkläre, immer eine Mischung ist aus genetischer Veranlagung mit Umweltfaktoren in Wechselwirkung. Ja. So. Das nächste ist das, was du sagst. Das habe ich auch immer als zweites Beispiel, dass man sagt, die psychopathischen Menschen, die sind sehr planvoll und kalt und die soziopathischen seien eher so impulsiv. Und diese Unterscheidung, die gibt es auch in der Literatur, aber du merkst schon, dass es da schon zu Verwirrung kommt, wenn du das mit der ersten Definition, also es gibt verschiedene und das hat etwas verwirrt. Und deswegen, das, was du beschreibst, das würde man jetzt eher in der Gesamtheit der Forschungsliteratur als sekundäre Psychopathie finden. Und man unterteilt die primäre Psychopathie, die Leute, die halt sehr kalkulierend planvoll vorgehen, und die sekundäre Psychopathie, die Leute, die halt sehr viele Ähnlichkeiten mit der primären haben, aber eben emotional instabiler und impulsiver sind. Und die beiden werden stark erforscht. Das heißt, eigentlich ist der Begriff Soziopathie immer noch irreführend. Ich bin gespannt, wie der sich wissenschaftlich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Der existiert de facto gar nicht so, das wäre eigentlich eine sekundäre Psychopathie. Also im Moment ist das zumindest das Primäre und Sekundäre, was am meisten erforscht wird in der Unterscheidung. Genau, deswegen finde ich auch, dass die Soziopathie die Sache eher verwirrend macht. Und ich vermute mal perspektivisch, dass der Begriff irgendwann vielleicht auch dann nicht mehr benutzt wird. So, ich benutze den nicht, weil ich immer von den beiden Psychopathie-Subtypen spreche, wie es halt in der Forschungsliteratur auch am häufigsten vorkommt. Genau, und Psychopathie ist eine Mischung von Risikofaktoren. Und umso mehr davon eine Person stark ausgeprägt hat, desto einfacher ist es für die Person, sich unsozial zu verhalten. Muss aber nicht kriminell sein. Und dazu gehört wenig Mitgefühl, wenig Schuldgefühl, wenig Angst. Das heißt, wenig Angst vor Strafe. Und ein Beispiel, tatsächlich aus einem echten Fall, aber ich nehme immer nur so kleine Stückchen, dass man ihn nicht identifizieren kann. Eine Person, die halt wenig Angst hat, sagte, ja, ich war da halt in der Bandenkriminalität verwickelt und dann bin ich halt von einer Disco ausgestiegen und dann ist halt die andere Gang vorbeigefahren, weil die wussten, dass meine Gang da an dem Abend rumhängt, wie auch immer. Und dann haben die wirklich aus dem fahrenden Auto geschossen, Drive-by-Shooting, ne? Und er sagte, ja, ist halt die Kugel in mein Auto, war halt doof, weil mein Auto war halt ein schönes, getuntes Auto, wie auch immer. Und er sagte aber, da habe ich mich kurz erschrocken. Ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, wenn jemand auf euch schießt, da habe ich mich kurz erschrocken. Wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Und dann meinte der so, dann habe ich gedacht, voll, die Idioten haben mich nicht getroffen und bin in die Disco rein. So, als wäre nichts. Also das ist keine normale Reaktion im statistischen Sinne, nicht besonders häufig vorkommt. Und dementsprechend wäre das ein Beispiel für deutlich verminderte Angst. Dementsprechend bist du natürlich risikofreudiger, wenn du nicht wirklich Angst empfindest. Also jemand, der psychopathisch ist, der würde sagen, ich habe keine Lust, verletzt oder getötet zu werden. Aber die Person spürt diese Angst nicht, die bei uns ein Hemmmechanismus ist. Und das Wichtige ist, Mitgefühl, Schuldgefühl und Angst sind Bremsen, die uns davon abhalten, uns in Gefahr zu bringen und anderen zu schaden. Und wenn einer die Bremsen nicht hat, dann ist es schon mal einfacher, anderen zu schaden. Hm. Und dazu kommt bei Psychopathie... Könnten wir mit dem ersten Fall einsteigen? Ah, Moment, lass mich noch die drei Punkte, die dazu kommen. Dann haben wir es nämlich. Die Person, die psychopathisch ist, du hattest auch recht mit der Aussage, dass häufig narzisstische Eigenschaften mit drin sind. Die Person will sich sehr stark aufwerten. Ist sehr bedürfnisorientiert. Wenn sie etwas will, will sie es schnell umsetzen,
auch auf Kosten anderer eben. Und sie ist sehr abenteuerlustig. Also sie braucht viel Abwechslung, viel Action, viel Kicks. Ihr wird schnell langweilig. Zumindest ist das häufig im Paket mit drin. Bei verschiedenen psychopathischen Menschen kann ein bisschen mehr von diesem oder jenem drin sein, aber das sind so die Kerneigenschaften. Ich glaube, das Problem, dass man keine Standardabriss von einer psychischen Krankheit hat, man eh keinen Standardabriss zu sagen, ah, das ist das, also ist es das. Also um genau zu sein, gibt es eine Checkliste von dem kanadischen Kriminalpsychologen Robert Hare. Und der hat nämlich die Merkmale definiert. Das sind deutlich mehr Merkmale, aber das sind jetzt so die Kernmerkmale, die ich hier zusammenfasse. Und der hat gesagt, du kannst halt Menschen Punktewerte geben und da sagen, ist die Person eher stark ausgeprägt in diesem Risikopaket oder ist sie eher schwach oder mittelgradig ausgeprägt. Und wie gesagt, dieses Risikopaket macht es leichter, anderen zu schaden und sich in Gefahr zu bringen. Und dementsprechend gehört auch dazu, dass nämlich Menschen, die straffällig werden und den hohen Psychopathiewert haben, dass die halt häufig auch nicht so richtig beeindruckt sind von Haft. Weil die kommen dann raus und denken zwar, Haft ist langweilig so, aber die spüren nicht unbedingt Angst davor, wieder inhaftiert zu werden. Und das kann zum Beispiel ein bisschen begünstigen, dass die dann immer wieder dieselben Dinge tun und sich nicht so richtig abschrecken lassen. So, Überleitung. Yo. Geil, sehr interessant. So, da ich ja nicht so viele Bilder zeigen kann, weil ja gegebenenfalls noch sehr junge Leute zuschauen, müsst ihr euch jetzt mal ein Bild vorstellen. Ein Badesee. Morgens um 6. Neben dem Badesee ein Wohnblock. In diesem Wohnblock vornehmlich Menschen in Rente, Ehepaare. Und die Männer haben sich im Sommer so ein bisschen zum Spiel gemacht, wer am Morgen als erstes im See ist und die ersten Bahnen schwimmt. Der Mann, der an diesem Tag die ersten Bahnen schwimmt, kommt nur bis zur Hälfte vom See. Denn im See treibt ein weiblicher Torso. Ohne Kopf. Ohne Kopf und ohne Beine. Die Arme waren noch dran. Das Bild hätte ich mitgehabt, das war auch stark verpixelt, durfte ich nicht zeigen. Nice. Ja, das ist das Problem. Ich habe gerade, als ich gerade gehört habe, irgendwas mit Bildern, ich habe sofort bei der Regie angefragt. Ich so, okay, wir streamen gerade. Dürfen wir das zeigen? Aber es ist wirklich schwierig. Nein, die Bilder sind aussortiert. Es ist natürlich ein Problem, wenn sowas passiert. Das Problem bei uns in Leipzig war, das war 4 Monate vorher schon mal passiert. Da hat man also eine, auch weiblich und auch weiblich, auch zerstückelt, nicht in dieser Form, aber auch in einem Gewässer. So, ich berichte euch jetzt von 2 Fällen, die im Gesamten zu den sogenannten Leipziger Stückelmorden gehören, die zwischen Mai 2016 und Februar 2017, quasi in diesem Zeitraum spielen die. Das waren 2 Täter. Die jeweils 2 Menschen umgebracht und zerstückelt haben. Aus unterschiedlichen Beweggründen. Unabhängig voneinander? Völlig unabhängig voneinander. Und das ist eine Nachahmtat dann wahrscheinlich? Nee, nicht mal das. Nicht mal das. Alright. Es hat absolut keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Tätern und dem Tatablauf bzw. den Motiven gegeben. Was für ein Ich erzähle euch jetzt von dem Fall, den wir aufgrund der räumlichen Zusammensetzung schneller gelöst haben. Bei dem anderen hat es halt eben von Mai bis Februar gedauert, bis das dann aufgeklärt war. Aber dieser Fall hier ist deswegen speziell, weil er so ein paar Besonderheiten hat. Das heißt, dieser See war eine alte Baggergrube bis zu 12 Meter tief. Und da gab es also diesen Torso. Weil es eben vorher schon eine andere zerstückelte weibliche Leiche gab, hat natürlich die Polizei gesagt, machen wir mal ganz großes Besteck. Das heißt, Tauchergruppe wurde angefordert, noch eine Tauchergruppe wurde angefordert, Leichenspürhund, Hubschrauber, Hundertschaften, Spurensicherung, wirklich richtig großer Auflauf. Als wir zum Mittagessen gegangen sind, weil auch in der Rechtsmedizin muss man halt irgendwann mal Mittagessen gehen, war der erste Torso gerade geborgen und wurde ins Institut gebracht. Das heißt, da war eigentlich erstmal alles safe. Da wurde davon ausgegangen, dass also mehrere Leichenteile noch im See liegen. Und deswegen konnten wir auch erstmal Mittagessen gehen, weil wir eigentlich dachten, okay, die restlichen Teile werden bald gefunden und dann werden alle Teile zum gleichen Zeitpunkt seziert. Das heißt, medizinisch untersucht. Und von mir dann dementsprechend entomologisch. Das Problem war aber, wir saßen gerade beim Mittagessen und das Handy vom diensthabenden Arzt klingelt. Und er war so ein bisschen ernüchtert und sagt, na, ich war doch gerade draußen. Und dann wurde das Gesicht bleich. Und der Satz, wie noch eine, fiel. Und bitte mal an die Regie das Bild 3 einblenden. Genau, das durfte ich verpixelt zeigen. Wow. Das ist also das Seeufer an der anderen Seite.
Und da wurde dann ein männlicher Torso gefunden. Genau. Männlicher diesmal. Ein männlicher dieses Mal. Auch wieder ohne Beine und ohne Kopf. Das Problem jetzt war natürlich, jetzt hatten wir schlagartig zwei tote Personen. Weil so ein Torso kann ja nicht, ist ja klar, dass das von zwei Personen stammt. Also haben wir dann erstmal angefangen, weil das dann sich auch herausgestellt hat, dass der See an dieser Stelle ziemlich steil reingeht. Erstmal angefangen, eben diese beiden Torsen zu sezieren. Und da wurde dann aufgrund der Fingerabdrücke auch relativ schnell klar, wer die beiden Personen waren. Das konnten wir also noch kurz nach der Sektion noch feststellen. Das heißt, man wusste, wo die Personen gelebt haben. Da ging also ein zweiter Spurensicherungstrupp in die Wohnung. Die Wohnung wurde dann erstmal angeguckt. Es wurde festgestellt, hier riecht es nach Chlor, hier riecht es nach Putzmittel. Hier sieht alles irgendwie komisch arrangiert aus von den Möbeln. Aha. Also irgendwas ist komisch. Das heißt, Wohnung wurde versiegelt, Polizisten wurden davor postiert, dass damit nichts passiert. Am nächsten Tag ist die Spurensicherung da rein. Bei der Sektion der Leichen war es schon ziemlich interessant. Auf dem weiblichen Leichnam waren keine Fliegeneier oder Maden. Das ist aber ganz normal, weil die Fliegen als fliegende Tiere natürlich große Gewässer meiden. Die könnten reinfallen und werden gefressen. Das heißt, da haben wir erstmal nichts gefunden. Aber an dem männlichen Torso waren bereits Eier. Und diese Eier sind während der Sektion dann auch zu den ersten Maden geschlüpft. Und damit konnten wir also erstmal festhalten, dass dieser Torso in der Nacht vorher aufgetaucht sein muss. Da gab es ein Gewitter. Meistens bei Gewittern tauchen die Wasserleichen auf, weil durch die Druck- und Temperaturunterschiede, das muss man sich vorstellen wie bei so einem Galileo-Thermometer, habt ihr bestimmt bei euren Omas schon mal gesehen, so Glasfiolen mit so Kugeln drin, bunte Farben und die steigen dann hoch und runter. Genauso funktioniert das mit Wasserleichen, gleiches Prinzip, bloß halt anders. Wir konnten also feststellen, die Leichen sind in der Nacht vorher aufgeschwommen und wurden dann, sobald die Sonne aufgegangen war, da fangen die Fliegen an, dann auch loszulegen, mit Eiern belegt. So, das Interessante dabei, und jetzt müssen wir mal zurückgehen zu Bild 1 und dann anschließend Bild 2. Genau, Bild 1. Dieser Koffer wurde am Seeufer gefunden. Und man sieht ja schon dieses bräunliche Pub-Inlay. Und wenn man da jetzt auf Bild 2 geht, sieht man dann auch an diesem Pub-Inlay diese Verfärbungen und diese kleinen, so reiskornförmigen Fliegenmaden. Und anhand dieser Fliegenmaden konnten wir festmachen, wann dieser Koffer in Kontakt mit Leichenmaterial stand. Weil dass der in Kontakt mit Leichenmaterial stand, hat uns ein Leichenspürhund angezeigt. Die zeigen nämlich tatsächlich nur menschliches Leichenmaterial an. Darauf sind die geschult. Das heißt, der Hund wurde dahin geführt und der ist komplett auf diesem Koffer ausgerastet. Und wir hatten dann hier also schon ältere Fliegenmaden. Und damit konnten wir also festmachen, wann dieser Koffer in Kontakt mit Leichenmaterial war. Jetzt müssen die Leichen natürlich auch irgendwie dahin gekommen sein. Und das gab dann den nächsten Punkt. Denn am Tag danach war ich dann eben in dieser Wohnung. Und in dieser Wohnung war tatsächlich nichts. Da war keine einzige Fliege. Da stand ein riesengroßer Topf mit verrottender Fleischsuppe irgendwie auf dem Herd. Stank auch, aber dieser Chlorgeruch hat das alles so ein bisschen überlagert. Und tatsächlich hat man dann in dieser Wohnung die Wand mit Chemikalien behandelt, die am komischsten aussah. Hat die dann mit einem UV-Licht bestrahlt und dann gibt es eine chemische Reaktion, die Lumineszenz erzeugt, also leuchtet unter UV-Licht. Und diese komplette Wand sah so aus, als hätte man zwei Rotweinflaschen daran zerworfen. Also war wirklich komplett mit Spritzspuren, die Spritzspuren waren schön verwischt. Das hat man mit bloßem Auge nicht gesehen, da wurde auch drüber gemalert. Aber man hat so richtig gesehen, wo der Schwamm angesetzt wurde. Daneben war noch so ein kleiner Couchtisch. Auf dem Couchtisch hat man so einen kreisrunden Abdruck vom Eimer gesehen. Daneben war so ein ovalförmiger Abdruck von der Sprühflasche. Daneben war ein Abdruck vom Schwamm und das hat man alles gesehen. Genau, der hat richtig geputzt, der hat da richtig alles sauber gemacht. Auch im Bad hat man alles gesehen, wo überall mal Blut war. Aber man kriegt die Spuren halt zwar sichtbar weg, aber die Reste bleiben ja trotzdem übrig. Es geht, mit harten Chemikalien geht es weg, aber das wissen die Täter natürlich nicht. Und wir geben hier keine Tipps, wie man Blutspuren vernichtet. Aber diese harten Chemikalien würden ja aber auch die Wände irgendwie kaputt machen oder verfärben. Und dann könnte man sich doch eigentlich auch... Man muss bloß wissen, also welche chemische Reaktion quasi dafür geeignet ist. Ja, okay. Also es gibt Flüssigkeiten, die kriegen das hin, aber das haben die meisten Leute nicht. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Ja.
Das ist ja genau das, ich glaube, das ist eine Frage, die sich voll viele stellen. Man kann ja dann heutzutage mit den wissenschaftlichen Möglichkeiten diesen perfekten Mord, den gibt es ja gar nicht. Der perfekte Mord, die Spuren hinterlässt du ja immer. Spuren hinterlässt du immer. Das Problem ist aber, für die Ermittler ja meistens diese Spuren in einen sinnvollen Einklang zu bringen. Ja. Das heißt, es gibt schon Zufälle, wo jetzt ein Täter durch Zufall tatsächlich und viel Glück einfach eben Spuren hinterlässt, die vielleicht weggewaschen wurden, die vielleicht schlecht asserviert wurden. Also meistens gibt es schon Spuren, aber meistens sind sie halt dann, wenn sowas passiert, entweder nicht auswertbar oder kaputt oder werden übersehen oder es gibt zu viele Spuren. Also da gibt es ein Sammelsurium an Gründen, warum sowas passieren kann. Bei diesem Fall allerdings war es relativ schnell klar, denn die Wertgegenstände der beiden Mordopfer wurden dann ein paar Straßen weiter in einem Hehlerladen gefunden. Also so ein Second-Hand-Store, der das irgendwie in Zahlung genommen hat und dann auch nicht so richtig rausrücken wollte, wer das in Zahlung gegeben hat, bis dann die Polizei gesagt hat, ja, aber hier gibt es ein Doppeltötungsdelikt. Es wäre schon besser, wenn du es uns sagst. Und deswegen hatte man auch relativ schnell wirklich auch den Täter gefunden. Und anhand dieses Koffers, anhand der Besiedlung und in der Wohnung gab es noch eine Besonderheit. Zwei Etagen unten drunter saß ein Ehepaar beim Mittagessen, zwei Tage vorher, bevor dann die Leichen gefunden wurden. Und mittags summte es dann auf einmal am Vorhang. Und als die Frau schaute, was da so summt, kamen so hunderte Fliegen auf einmal aus diesem Vorhang heraus. Da war nämlich das Fenster gekippt und die Leichengerüche, die für uns überhaupt nicht wahrnehmbar sind, haben sich also durchs Treppenhaus, weil in der Wohnung waren die Fenster zu, haben sich also durchs Treppenhaus irgendwie als ersten Ausweg die Wohnung von dem Ehepaar gesucht und sind dort zum Fenster raus und die Fliegen natürlich, Moment, es riecht nach Futter. Und sind also quasi durchs Fenster dann in die Wohnung. Der Ehemann hat alle möglichen Sprühflaschen dort entleert und dann haben sie irgendwann das Fenster zugemacht. Und diese Beobachtung hatte also tatsächlich was mit diesem Tötungsdelikt auch zu tun. Interessanterweise, als wir dann festgemacht hatten, wie alt die Fliegenmaden in diesem Koffer waren, die ihr hier seht, konnte dann auch festgemacht werden, wann das passiert war natürlich. Und dann hat man einfach die Überwachungskamera des Stadtbusses, der zwischen der Tatwohnung und letztlich dem Fundort auch direkt fuhr, einfach ausgewertet. Und der Täter ist mit diesem Koffer im Berufsverkehr dreimal hin und her gefahren. Ich wundere mich immer, warum es so stinkt in der Bahn. Und da saßen Leute daneben. Also unmittelbar saßen Leute daneben, als er mit Leichenteilen durch Leipzig gefahren ist. Chillig. Er ist öffentlich gefahren. Ey, was und wurde, auch, was muss wurde auch dabei beobachtet, haben? Wie er dort die Teile quasi in den See geworfen hat. Aber er hat da irgendwie so komische Bewegungen gemacht. Und Leute, die da vorbeigelaufen sind, haben gedacht, der spinnt irgendwie oder spielt irgendwie im Wasser. Dass er natürlich in seinem Koffer da irgendwie Leichenteile im See versenkt, daran hat erst mal keiner gedacht. Moment mal, da waren Leute und haben ihn dann von Weitem... Genau, haben von Weitem sehen können, wie er halt so bis zur Hüfte im Wasser stand und irgendwas da gemacht hat. Ist das bitte? Wie dämlich kann man sein? Warte doch, bis es Nacht ist. Als ob da Nacht ist. Ja, das sieht man ja aber mal, wie kaltblütig der war. Der hat sich da, das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin bei Lydia angesprochen habe. Der hat sich halt einfach keinen Kopf drum gemacht, was passiert. Der hat auch geputzt. Also der hat so richtig eigentlich so gedacht, so, ja, ich habe jetzt, das sieht ein bisschen unordentlich aus. Hier steht noch Farbe im Keller, hat noch drüber gemalert. Und er kannte die beiden Leute ja. Mhm. Er hat die ja quasi zu Hause erwartet, hat denen die Tür aufgemacht und hat beiden einen mit dem Hammer auf den Kopf gegeben. So, oder? Dass es Menschen sind, die man kennt. So. Genau, also das, in diesem Fall war es tatsächlich so, dass er die beiden kannte. Darf man wissen, in welchem Verhältnis die irgendwie... Das waren, also die beiden Männer waren Arbeitskollegen und der Täter hat beim Opfer eine Zeit lang gewohnt. Darf man den Grund erfahren? Was? Der Grund, da wird gleich Lydia was dazu sagen, weil letztlich als Mordmerkmal, Habgier. Das braucht ja irgendwie Habgier, genau. Ja. Hast du genau richtig benannt. Ja, also wir hatten dann ein paar Infos dazu, was zum Beispiel der psychiatrische Gutachter dann festgestellt hat in dem Fall. Also zum Beispiel, Zitat, der Täter sei aggressiv, gefühlskalt, impulsiv, distanzlos und misstrauisch. Und zur Vorgeschichte, er war der Meinung, dass ihm halt zusteht, scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben das Pärchen tun soll, was er möchte. Er hat ja bei denen gewohnt und hatte dann eine Forderung. Der wollte, ich glaube, Geld leihen, ne? Genau, der wollte irgendwie, also er brauchte Geld und hat bei denen quasi um Geld gebeten. Und der Typ hat aber gesagt, nee, ich habe dir schon genug gegeben oder genug geliehen.
Bei uns gibt es halt nichts mehr irgendwie geliehen. Und letztlich gab es auch vorher noch einen Streit, also dass er ausziehen sollte. Also das war schon eher kritisch. Das ist also nicht irgendwie so über Nacht einfach über ihn hereingebrochen, sondern das war schon ein angespanntes Verhältnis. Aber und das ist ja jetzt kein Grund. Wie hat er das gemacht? Bitte? Mit Messer? Nee, er hat mit dem Hammer quasi auf den Kopf mehrfach. Bei beiden, genau. Genau, deswegen. Er hat zuerst aber den Mann angegriffen und dann erst die Frau. Genau, er hat zuerst den Mann angegriffen und dann die Frau. Also so wurde der Tatablauf zumindest rekonstruiert. Das Interessante dabei war vor allem dieses Vorgehen, das eben sauber gemacht wurde. Auch erstmal auf den ersten Blick sehr ordentlich. Dass auch bei der Leichenzerteilung ein Lerneffekt zu sehen war. Also das sieht man, also das kann man also auch Freude daran sogar nein, zu lernen. Das kommt von selbst. Also so. Das ist tatsächlich so, wenn man das erste Mal macht, sägen die meisten halt irgendwie, versuchen irgendwie am Oberschenkelknochen oder die beiden Unterschenkelknochen oder die Arme irgendwie zu zersägen oder auseinanderzubrechen, aber diese Teile halten immense Kräfte aus. So, und wenn man da kein scharfes Messer hat und nicht weiß, wo man schneiden muss, wird das also sehr schnell sehr unübersichtlich, sieht sehr ungeplant aus. Und das zeigt sich dann eben auch an den Teilen, die gefunden werden, ob da jetzt jemand dran gearbeitet hat, der, ich will jetzt mal sagen, Ahnung hat. Oder ob es jemand ist, der sowas eben noch nie gemacht hat. Weil viele sind sich halt über die Anatomie nicht sicher. Die fangen dann einfach an zu schneiden. Da hat man Mehrfachschnitte. Da hat man Einstiche, da hat man dann auch verschiedene Werkzeuge, weil sie dann merken, okay, mit einem Messer komme ich hier nicht weit. Die holen dann die Axt, die holen die Säge, die holen teilweise die Flex. Also da wird wirklich dann auch mit verschiedenen Werkzeugen vorgegangen. Und gerade in dieser Zeit hat man es eben gesehen, dass dann von Tat zu Tat und auch bei unterschiedlichen Tätern, unterschiedlichen Leichen, dann eben auch unterschiedlich vorgegangen wird. Also das war tatsächlich für den Lerneffekt, war diese Fallsammlung sehr gut, muss man so wissenschaftlich gesehen sagen. Das ist ja eigentlich immer wieder dumm, eine Leiche im Wasser zu entsorgen, weil die treibt ja immer hoch. Ab einem bestimmten Punkt treibt sie nochmal hoch, aber wenn sie dann wieder untergeht, bleibt sie unten. Mhm. Also das ist dieser Zeitraum, wo sie nochmal hochkommt, ja. Wo man sie findet. Ansonsten, wenn sie dann untergeht, da gibt es ja so eine Gruselziffer aus dem Bodensee, dass im Bodensee irgendwie 180 Leichen noch liegen, die man halt nie gefunden hat über die Jahre. Es können auch mehr sein, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber da sieht man mal, wie halt auch bei einer gewissen großen Wasserfläche dann Teile eben auch oder ganze Körper auch verschwinden können. Sorry, was, das jetzt aktuell im Bodensee Leichen? Genau, es gibt, also einfach mal googeln, da gibt es wirklich eine ganz konkrete Zahl, wie viele noch vermisst werden. Ja, was willst du denn machen? Und zu teuer, oder? Naja, es gibt in dem See unten Strömungen, die natürlich auch Material mitnehmen, Sedimente, Treibholz, also da gibt es ja zig Faktoren. Ja, also vor heute habe ich noch gern im See gebadet, jetzt halt nicht mehr. Von welchem Zeitraum redet man da? Also wenn da kommt ja, die Leiche kann ja irgendwann hoch und dann, wenn sie aber einmal dann wieder unten ist, dann bleibt sie unten. Aber was für ein Zeitraum? Von welchem Zeitraum? Also das ist ganz unterschiedlich, je nach Wassertiefe auch. Also wir haben ja im Leipziger Umland zum Beispiel auch richtig tiefe Baggerseen aus den alten Kohlegruben. Wenn da Taucher untergehen, das kann auch bis zu einem Jahr dauern, bis die dann halt als Ballon, also theoretisch dann auch wieder hochkommen, weil solange diese 4 Grad ab einer bestimmten Wassertiefe dann auch herrschen, setzt ja auch die bakterielle Aktivität aus. Das heißt, das, was Gas bilden kann, wird dann quasi wie im Kühlschrank einfach gebremst und dann dauert es halt einfach seine Zeit, bis genügend Gas produziert ist. Wenn man einen Taucheranzug hat, hat man vielleicht sogar das Glück, dass der auch noch mit aufbläst und das dann irgendwann nach oben treibt. Wenn man diesen Moment aber eben verpasst, dann sinkt das eben im Gesamten wieder nach unten. Wenn das Gas entweichen kann dann und dann hat man halt letztlich am Seegrund entweder eine bakterielle Zersetzung oder dann eine mikrobiologische aus kleinen Krebstieren und was da unten halt so lebt. Und deswegen ist es bei Gewittern, deswegen kann man bei Gewittern kommen dann ganz oft. Genau, Leichen bei Gewitter ist halt einfach dieser Luftdruckunterschied und diese Umwirbelung im See meistens. Und letztlich so ein Körper besteht ja dann aus Gas und einer Flüssigkeit. Und dieses Zusammenspiel mit dem Gas und der Flüssigkeit, den dieser Körper dann umgibt, also in Form von See und Umgebungsluft, kann natürlich dann bei einem Gewitter sehr schnell schwanken. Ja. Und dadurch hat man halt dann diesen Aufstiegseffekt. Ja. Eine Frage an dich, das Strafmaß hat gerade jemand im Chat gefragt. Also ich nehme an, wahrscheinlich halt, also ist der erstmal voll zurechnungsfähig gewesen?
Moment, ganz kurz für diese Strafmaße, da sage ich immer nichts zu, weil ich tatsächlich keine Juristin bin. Und die Logik, nach der zum Beispiel ein Strafmaß ausgesprochen wird, ist komplett nicht meine Wissenschaft, ja, beispielsweise. Und deswegen, soweit ich weiß, war der nicht vermindert. Nee. Er hat versucht, das irgendwie mit so Bildern, die er sieht, und er hat auch von Stimmen gesprochen und dass er mal einen Motorradunfall hatte, ja, und dann einen Schaden hat. Und er hat halt immer davon gesagt, dass er Schäden hat. Und aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass viele ja denken, so, ja, erzählst halt irgendwas. Nee, das wollte ich gerade sagen. Es gibt einen super interessanten YouTube-Kanal aus den USA, der genau das nämlich aufzeigt, wo jemand auch, der Kriminologe ist, aufzeigt, oder Kriminalpsychologe, glaube ich sogar, aufzeigt, wie eine Person versucht zu inszenieren, dass sie mentally insane wäre. Genau. Und das ist super interessant. Das sind so ganze Gesprächsprotokolle und so. Ist nämlich in der Tat, sage ich immer, keineswegs einfach. Weil das kriegt man fast gar nicht hin. Du müsstest halt die Logik verstehen im Detail, ja, und das konsistent durchziehen. Ja, ja. Und das ist extrem unwahrscheinlich, dass jemandem das hinreichend gelingt. Mhm. Und er war eher so ein Beispiel dafür, das war offensichtlich verzweifelt. Er hat gesagt, er hat Stimmen im Kopf. Das sind noch die Notizen von den Unterlagen, die du mir geschickt hast. Er nehme Drogen, haben die einen Drogentest gemacht. Ja, komisch, er sagt, er nimmt die ganze Zeit Drogen und hört Stimmen und dann so, ja, kein Drogenabusus laut Haarprobe. Und der hat einfach zu viel erzählt. Also Sachen, ja, einfach so alles, sagst, so, was er mal irgendwo, ja, alles, was er mal gehört hat, so wirkt es zumindest nach den Unterlagen. Aber interessant ist halt, dass der Psychiater schon gesagt hat, der hat eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, also Aspekte von verschiedenen Persönlichkeitsstörungen, aber nicht ausreichend. Naja, der Punkt ist, die Frage ist nämlich, wichtiger Punkt vielleicht auch prinzipiell zur Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung heißt, dass jemand sehr stark ausgeprägte Eigenschaften hat, aufgrund derer sein Fühlen, Denken und Handeln ganz Stereotyp ist. Mhm. Und das kann zu Problemen führen. Und erst dann, wenn es zu Problemen führt, ist es eine Störung. So, und der Grad von einer leichten Persönlichkeitsakzentuierung, also so ein paar Besonderheiten, die aber noch nicht schlimm sind, zu einer Störung, wo die Person echt Nachteile durch hat und andere auch Nachteile durch haben, ist fließend so. Und du kannst vom Fühlen, Denken und Handeln her von der Persönlichkeit gestört sein. Also sagen wir mal jemand, der wenig mitfühlt und wenig Schuldgefühl hat und wenig Angst hat. Natürlich macht es ihm das leichter, zum Beispiel ein Verbrechen zu begehen. Aber die Frage ist, bist du einsichtsfähig? Einsichtsfähig hatten wir an dem Schizophrenie-Beispiel so. Egal, wie impulsiv der ist oder wie sehr es ihm egal ist, ob andere leiden. Er weiß, ich darf nicht meine Kumpels töten, weil die mir das Geld nicht geben. Das ist ihm bewusst. Also versteht er, dass es falsch ist. Also ist er einsichtsfähig. Mhm. Dann ist die nächste, etwas schwierigere Frage an der Stelle, Steuerungsfähigkeit. Dann musst du halt schauen, gab es Faktoren, die dazu geführt haben, dass er zwar wusste, ich darf das nicht, dass er aber diese Einsicht nicht folgend sich steuern konnte. Zum Beispiel, wenn jemand total auf Schlafentzug ist, 3 Nächte nicht gepennt hat, voll die Ehekrise hat, dann noch die 3 Tage und Nächte Alkohol durchsäuft und voll auf... Ja, interessant. Was passiert, wenn jetzt hier ein Tötungsdelikt begangen wird? Das müsste man sich dann genau anschauen. Es wäre wie Mord im Orient Express. Das ist auch dumm, weil hier wird alles gestreamt. Ja. Ohne Quatsch. Stimmt, also die werden die ganze Zeit aufgenommen. Die sind die meisten Zeugen, die man haben kann. Aber wie krass wäre es denn, wenn auf einmal wirklich so das Bild kurz ausgeht und auf einmal einer hier liegt? Das wäre... Dann keiner weiß, wer das ist. Man müsste es irgendwie rekonstruieren anhand der Person. Das ist ein Cluedo-Ding. Das wäre ein guter Krimi. Oh Gott. Um euch das mal noch ein bisschen besser zu zeigen, wovon wir hier eigentlich reden, mal bitte Bild 4. Martin hat draußen schlafen. Aber darf ich noch mal eine Frage? Ja, Horst, Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich habe mal zu diesem MAOA gehen, wenn ich mich nicht irre. MAOA, ja, das sogenannte Kriegergen, zumindest bekannt geworden als dieses. Genau, also ein Gen, also ich weiß, draußen sind schon Schreie, muss ich mir Sorgen machen. Man sagt ja irgendwie, dass das die Aggressivität irgendwie mit der Aggressivität steigert, genau, wenn man irgendwie einen Defekt hat. Und dass das dazu führen kann, dass man krimineller wird. Und ich habe mal gehört, dass zum Beispiel in Italien jemand nicht verurteilt oder ein sehr geringes Strafmaß bekommen hat, weil er jemanden umgebracht hat und dann hingewiesen hat, ich habe diesen Defekt. Ich habe davon schon mal gelesen, aber ich habe das jetzt nicht genug auf dem Schirm, um zu dem konkreten Fall irgendwas sagen zu können. Aber diese Kurzversion, dieses Gen wurde mal kurz medial auch sehr stark gehypt unter dem Stichwort Kriegergen. Und man hat im Prinzip gesagt, dass es eine Untersuchung gab, die darauf hingewiesen habe, kennst du die? Mauer, Kriegergen? Na, egal. Also du hattest mir mal davon erzählt, also, aber die, Kontakt damit hatte ich noch nicht. Sehr runtergebrochen so die Theorie, dass wenn du halt diese genetische Grundlage hast, die dann bestimmte Dinge im Körper verändert, würde jetzt zu weit führen, und wenn du dann zusätzlich eine traumatische Kindheit hast, dass das in Kombi dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du aggressive Straftaten begehst. So. Und
am Ende des Tages könnte man sagen, da sind sicherlich Effekte, aber die sind nicht so deutlich, wie man es im ersten Moment vielleicht überschwänglich in der Presse nachlesen konnte. In Wirklichkeit ist es also ein bisschen komplizierter. Meine Frage, also deswegen hätte ich dieses Beispiel angeführt, ob das was ist, was ihr in Betracht, also jetzt nicht nur dieses eine gehen, sondern generell die Genetik, ist das was ihr... Das ist gut, dass du das fragst, weil, Kurzversion, es gibt genetische Begünstigungen für so bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel, ob jemand mehr dazu neigt, sehr ängstlich zu sein oder jemand, der eben sehr wenig Angst empfindet. Das kann genetisch mitbedingt sein. Oder ob du eher so der offene Typ bist oder ob du eher so der zurückgezogene Typ bist, so ein Schüchterner. Da gibt es gewisse biologische Faktoren, die bestimmte Persönlichkeitsausprägungen begünstigen. Aber diese Möglichkeiten, wie deine Persönlichkeit sich ausprägt, müssen ja dann immer mit der Umwelt interagieren. Und zum Beispiel Psychopathie-Eigenschaften. Ich sage immer, es gibt ja diese Sachen hier, wenn du wenig Angst hast und total viel Abenteuer brauchst. Dann kannst du entweder, jetzt mal überspitzt gesagt, super entspannt Leute überfallen, weil voll der Kick und du hast keine Angst vorm Knast. Oder du kannst, jetzt wieder Extrembeispiel, Stuntman werden. So, du hast voll keine Angst, brauchst einen Kick, kannst du super mit Stuntman werden. Also der eine, ähnliche Persönlichkeitseigenschaften, macht vielleicht was Sinnvolles draus und der andere nicht. Und das hängt vom Rest deiner Persönlichkeitseigenschaften ab. Und die wiederum werden natürlich geformt durch deine Lernerfahrungen. Was wir aber auf jeden Fall sehen ist, dass diejenigen, die persönlichkeitsgestört sind wirklich als Straftäter und mit denen habe ich viel zu tun in meiner Arbeit, dass die schon deutliche Auffälligkeiten in ihrer frühen Biografie aufweisen. Wir sagen aber immer, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Also wir sagen im Prinzip, okay, sie haben sich nicht ausgesucht, dass sie jetzt halt mega viel Abenteuer brauchen und Abwechslung und keine Angst verspüren und halt sich nicht so richtig schlecht fühlen, wenn sie anderen wehtun. Also dass das so ist, dafür können sie nichts, aber sie wussten, sie dürfen das nicht machen. Und wenn sie das wussten und sich dieser Einsicht nach steuern konnten, dann sind sie verantwortlich, unabhängig davon, ob vielleicht ihre sehr ungünstige Kindheit mitbedingt hat, dass sie diese Eigenschaften gekriegt haben und aufgrund dieser Eigenschaften es leichter für sie war, sowas zu machen. So. Sorry, ja. Oh mein Gott. Ja, ja, okay. Ich rede einfach schneller. Die passt ein bisschen aus der Reihe, vielleicht ist sie auch besser sonst irgendwie ganz am Ende oder so. Aber was ich super spannend finde, ist so die Grundfrage, wie ihr beide mit eurem eigenen Tod auch quasi damit umgeht, ob euch eure Tätigkeit, den Gedanken selber irgendwann zu sterben, leichter macht, ob ihr so denkt, so, ja klar, irgendwann sind wir halt alle tot oder... Ob. Ja, Markus, ja, genau. Ja, ist das ist wieder so das Schöne. Was passiert, genau. Das hat vor allem, also wenn man es mal ganz, ganz stark runterbricht, sind wir uns alle sicher, dass wir irgendwann sterben. Also keiner von uns wird irgendwie Vampir. Unendlich alt. Also ich hoffe ja, dass es Vampire gibt. Ne? Also die Queen, macht es schon ziemlich gut. Ein Ding ist das. Aber an sich stirbt halt jeder irgendwann mal. Und gerade durch meine Arbeit, ich mache mal, Moment, noch mal drei Bilder weiter. Bitte mal Bild 7. Das Bild, was ihr gleich sehen werdet, ist also so die Standardansicht von dem, was wir tagtäglich sehen, gerade im Sommer. So will ich halt nicht enden. Das heißt, für mich habe ich irgendwann mal festgelegt, ich will mal eingeäschert werden. Weil ich halt einfach nicht irgendwie, selbst wenn ich im Sarg liege, anfange. Also das kommt ganz auf den Boden drauf an. Das ist also immer eine Frage vom Ökosystem. Das Ökosystem spielt eine ganz große Rolle. Ihr selbst als Einzelperson seid ja schon im Großen und Ganzen ein kleines Ökosystem. Bild 7. Das heißt, ihr habt ja alle Lebewesen auf euch, in euch. Und das sind nicht mal irgendwie so kleine Tiere. Das ist eine Leiche mit Madenbefall. Man sieht schon. Welchen Teil der Leiche sehen wir jetzt gerade? Den Oberschenkel von der Seite fotografiert. Boah. Aber warum ist es dir wichtig, wie du nachher aussiehst? Ja, das hat für mich tatsächlich so eine Form von. Was wird draus? So, und bei einer Einäscherung hast du halt einfach den Prozess, der eigentlich in der Natur stattfindet, nämlich den Zerfall, einfach so stark beschleunigt, dass du halt mehr oder weniger in Rauch aufgehst. So. Und das, was übrig bleibt, das ist ein trockener Rest, den kannst du schön in eine Kiste packen, irgendwo hinstellen, Stein drauf packen, alle können hinkommen, alle freuen sich. Oder auch nicht. Aber Markus, das ist ja voll interessant, das hast du mir noch nie erzählt. Echt? Um Gottes Willen. Oh. Nee, was ich sagen will, es ist natürlich ganz davon abhängig, was mit euch passiert. Also wenn ihr im Krankenhaus sterbt, dann kommt ihr in eine Kühlung, dann kommt ihr zum Bestatter und ihr seht halt alle noch richtig Taco aus. Wenn ihr tatsächlich Opfer von einem Tötungsdelikt werdet und das im Sommer irgendwo im Wald, dann seht ihr schon nach 2 Tagen so aus, dass man das den Angehörigen nicht mehr zeigen kann. Das heißt, das Ökosystem greift einfach nur in diesem Moment auf eine Ressource zu,
die so eigentlich sonst nicht vorkommt. Das heißt, mit eurem Tod stört ihr eigentlich ein funktionierendes Ökosystem, weil ihr auf einmal einen riesengroßen Totenhaufen Eiweiß da reinbringt. So. Und dafür gibt es natürlich Spezialisten, zum Beispiel die Schmeißfliegen, die Maden, die ihr gerade auf Bild 7 gesehen habt. Oder wir gehen mal zurück auf Bild 4. Da seht ihr mal die verschiedenen Größenunterschiede. Die Tiere können also in verschiedenen Größen auch verschieden viel fressen. Und den Defekt, der dadurch erzeugt wird, den habt ihr gerade gesehen. Das heißt, aus diesen Maden, die auf diesem Bild vor uns zu sehen waren, man sieht es jetzt hier nicht an... Bild 4, bitte. Doch, doch. Doch. Ach, sehr schön. Ah, da, jetzt sehen wir es auch. Ah, genau. Das sind also... Alle Fliegen haben drei Larvenstadien. Das erste schlüpft aus dem Ei, häutet sich, wird zum zweiten. Das seht ihr hier dann unten. Und das häutet sich dann und wird zum dritten. Und dabei können diese Tiere so bis fast 2 Zentimeter Länge erreichen. Und die wandern dann ab. Und aus diesen Tieren, da gehen wir mal auf Bild 5, entstehen dann also... Eine Larve ist eine Fliege. Genau, eine Larve wird eine so eine Fliege, wie ihr hier gerade seht. Warum ist die Larve so groß und die Fliege so dumm klein? Ja, also das hängt von der Fliegenart ab. Ja. Tatsächlich diese goldenen Schmeißfliegen, die ihr im Sommer auch in der Biotonne habt, die werden nicht ganz so lang. Die großen blauen Schmeißfliegen, die brauchen natürlich dann auch eine längere Larve, ja. Weil aus dieser Larve, die sich dann in dieser Puppenhülle umbildet, da findet also wirklich ein kompletter Umbauprozess, so die Metamorphose statt. Und da kommt dann eben dementsprechend... Wie lange dauert das? Bis die? Das ist Temperatur- und Luftfeuchte abhängig. Daran machen wir ja auch die Liegezeit fest. Je nachdem, welche Temperatur geherrscht hat, das kann also von wenigen Tagen bis 2 Wochen, einem halben Jahr sogar, also wenn die überwintern in diesem Status, kann das auch länger dauern. Kommt halt immer drauf an, welche Temperaturen und Gegebenheiten diese Tiere vorfinden. So, jetzt hat sich der Mensch ja aber zur Aufgabe gemacht, wenn im Wald irgendwas Totes liegt oder wenn irgendwo bei einem Straßenunfall oder bei einem Verkehrsunfall ein Reh überfahren wurde, das wird weggeräumt. Das heißt, wir entziehen dem Ökosystem eigentlich seine tote Biomasse. An so einem toten Körper können Zehntausende und Hunderttausende Insekten fressen und dann natürlich irgendwann wegfliegen. Und dann dienen sie wieder als Nahrung für Vögel, Amphibien, Reptilien. Und die bilden ja wieder eine Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Das heißt, man nimmt in dem Moment, wo man das Aas aus einem Ökosystem rausnimmt und zum Beispiel Menschen bestattet und Verkehrsunfälle wegräumt mit toten Tieren, nimmt man quasi dem Ökosystem einen Grundstock seiner Futteraufbereitung. Das heißt, die Natur freut sich darüber, wenn irgendwo was Totes liegt, weil dann ist innerhalb von 3 Wochen dieser tote Körper eben weg. Ich habe da also selber auch Experimente gemacht mit toten Schweinen, 60 Kilo schwer. Und die sind dann also nach 12 Wochen einfach weg. Da ist Gras drüber gewachsen. Wir sehen gerade hier, bitte zum Ende kommen. Ich muss dringend diese Frage noch beantworten zum Thema Tod. Genau, dann beantworte du die Frage noch. Kann ich viel kürzer? Was? Wir dürfen leider nicht länger. Ja, vorhin habe ich noch 15 Minuten gehört, aber das war doch keine... Na, egal. Okay. Kurzversion. Ich bin persönlich Atheistin. Und das heißt, ich glaube nicht unbedingt, ich glaube gar nicht an höheres Wesen oder so. Und ich glaube einfach, dass wenn ich dann tot bin, dass mein Gehirn dann nicht mehr aktiv ist und dementsprechend alles, was von mir im Moment aktiv ist, nicht mehr als Persönlichkeit aktiv ist. Und deswegen ist mir auch total egal, wie ich bestattet werde, weil ich ganz sicher bin, dass ich das nicht mitkriege und mir deswegen völlig egal sein kann, was aus meinem biologischen Körper dann wird. Ungefähr das, was Markus gerade beschrieben hat, habe ich kein Problem mit. Deswegen finde ich es interessant, dass du ein Problem damit hast. Ich habe da auch kein Problem damit. Ich finde es halt einfach bloß so vom Gewissen her schöner, wenn halt einfach irgendwo ein kleiner Aschehaufen liegt, der einfach seine Ruhe hat. Praktisch. So, und nicht da irgendwie noch so großartig. Aber das Wichtige ist, wollte ich noch sagen, an der Einstellung. Achso, da kommt jetzt ein Velociraptor raus oder so. Jurassic Park. Ich wollte noch sagen, die Sektionen, das ist nämlich auch so ein Beispiel. Ich weiß, wie tote Körper aussehen so. Unter anderem, weil ich eben das ein paar Mal gesehen habe bei Markus in der Rechtsmedizin. Und für mich ist das dann tatsächlich der biologische Teil, der aber mit meiner Persönlichkeit nichts zu tun hat. Und deswegen ist mir völlig egal, was damit passiert. So, ich weiß, dieser Mensch ist nicht mehr in seiner Persönlichkeit dort für mich, so in meinem Weltbild. Und ich sage aber, deswegen mache ich das Beste aus dem Leben. Weil solange wir hier sind, können wir einfach wirklich alles draus machen. Ja. Und dann ist es okay. Und ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich mir sage, wenn ich nichts mehr mitkriege, dann kann ich ja auch nicht irgendwie traurig oder ängstlich sein, weil ich kriege nichts mehr mit. Deswegen macht es mir auch keine Angst, zu denken, dass da nichts mehr ist. So, persönlich. Ende vom Leiden auch irgendwie so. Ja, also überhaupt einfach definitiv keinen Grund, Angst zu haben. So. Ja.
können wir euch leider den zweiten Fall nicht vorstellen. Oh, der steht aber im Buch. Falls euch das auch eigentlich interessiert. Also, ja, der steht im Buch. Also, A2 gibt es eine Insta. Wie gesagt, falls euch das weiterhin interessiert, bei Lydia könnt ihr auf Facebook und Instagram, wie heißt du auf Instagram? Auch Lydia Benecke Official. Ja, Lydia Benecke Official. Ja. Und bei mir kommt auch regelmäßig Zeug, markus.schwarz.forensik. Genau, Instagram und Twitter habe ich sogar auch. Twitter hat sie auch. Und Facebook. Habe ich nicht. Ich habe nur Instagram. Und einen YouTube-Channel. Yay. Stimmt, YouTube. Und wir machen Podcast zusammen. Noch eine persönliche Podcast. Ja. True Crime Podcast, ne? Also wir haben einen True Crime Podcast, die forensische Teestunde. Wie heißt der? Und ich mache mit. Also, guck mal, die haben Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Und ich mache mit noch, genau, ich mache mit noch einem Kumpel noch einen Podcast, der heißt 4 Fäuste für ein Horido. Da haben wir zum Beispiel schon vorher festgelegt, dass die toten Nerze in Dänemark irgendwann wieder ausgegraben werden müssen, weil das Schwachsinn war, die einzugraben. Das haben wir quasi Wochen bevor das passiert ist, schon in diesem Podcast vorausgesagt. Ja, und das neben dem eigentlichen Job noch. Ey, ihr lässt gerade richtig schlecht aussehen. Neben eurem eigentlichen Job macht ihr all das noch. Ihr seid mehr Influencer als wir alle zusammen. Oh, naja. Ja. Ich hätte noch eine private Frage. Und zwar, nachdem ihr ja so viel Erfahrung gesammelt habt mit Leuten, die entweder eine Erkrankung haben oder psychische Störungen oder so etwas und Verhaltensweisen, die ihr schon einfach gelernt habt und irgendwann einfach sofort wiedererkennt. Wenn ihr Leute trefft, Freunde, dann ist es so, dass ihr die anfangt so zu analysieren, dass ihr sagt, wow, Tendenz ist da. Ich wäre vorsichtig an dieser Stelle. Ja, Lydia kann das bestimmt. Bei mir ist es dann eher so, mit Leuten, die ich halt beruflich und freundschaftlich kenne, da wird dann eher so am Kaffeetisch mal über den perfekten Mord diskutiert. Ja. Was man halt machen kann, wo man drauf achten muss, wo es Fallstricke gibt. Also das sind dann so bei mir die Diskussionen. Bei Lydia, ich weiß nicht, sie versucht ständig mich zu analysieren. Oh ja, das stimmt. Das tue ich auch schon erfolgreich seit 10 Jahren. Aber wie dem auch sei. Nein, unbewusst. Pass auf, ganz kurz. Ich mache das unbewusst. Und natürlich bist du bei Leuten, die du kennst, nicht objektiv. Das heißt, es kann schon mal gar keine objektive Beurteilung sein. Aber umso besonderer eine Persönlichkeit ist, desto Stereotype, habe ich ja vorhin gesagt, sind auch ihre Arten zu denken und zu fühlen und zu handeln. Das heißt, wenn jemand jetzt sehr ausgeprägt eine Persönlichkeitsauffälligkeit hätte, wäre die Chance relativ groß, dass ich es mitkriegen würde, weil diese Stereotypen-Sachen fallen einem halt auf. Und dann sagt man so, ja, okay, das passt dann eher in die oder jene Schublade. Mhm. Aber umso durchschnittlicher eine Persönlichkeit ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man dann direkt so... Das heißt, man müsste mit dieser Person längere, also wenn man merkt, okay, die Tendenz ist da, weil dieser Anhang ist da bei der Person, man müsste dann länger Zeit mit der Person verbringen, ja, um dann weiter zu eliminieren, was es noch für Möglichkeiten gibt. Es gibt halt auch Personen, bei denen relativ schnell schon was los ist, diese kurze Anekdote. Also manchmal habe ich halt sehr narzisstische Menschen, die dann als Täter kommen und ich hatte mehrfach die Situation, dass dann jemand reinkommt, ich habe seine Akte so und der hat einfach wirklich nicht viel investiert in Bildung oder so in seinem Leben und hat hauptsächlich halt kriminelles Zeug gemacht. Und kommt halt rein und sagt, ja, übrigens, ich habe ein IQ von 140. Das ist schon sehr over the top. Dann sage ich immer, ja super, wir haben einen IQ-Test hier. Können wir ja direkt nochmal testen. Vielleicht kriegen Sie sogar 2, 3 Punkte mehr. Ja. Und dann kommt immer, ich habe meine Lesebrille vergessen. Und dann denkst du so, naja, also was will diese Person? Sie will ja dich beeindrucken. Sie will etwas sein, was sie nicht ist. Könnte zumindest auf zum Beispiel einen narzisstischen Persönlichkeitszug hinweisen. Weißt du, es gibt also so manchmal plakative Sachen, wo du schon denkst, okay, das geht wahrscheinlich in diese oder jene Richtung jetzt. Ja. Extrembeispiel zur Verdeutlichung. Aber krass, ich würde ja gar nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ich würde die ganze nur analysieren. Ach, naja. Das macht doch aber auch Spaß jetzt für dich, oder? Ja, ich denke, niemand würde Psychologie studieren, der nicht Interesse an Menschen und ihrer Art zu fühlen und zu denken und zu handeln hätte. Das ist naja, schwierig. Aber es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die hingehen und sagen, sie wollen wirklich dann, wenn sie halt raus sind aus dem Job und zu Hause privat mit Freunden in der Kneipe oder im Kino oder so, die wollen einfach abschalten und eben nicht immer. Aber es ist ja gar nicht belastend, weil ich glaube, ich sage immer, ich weiß nicht, wie es wäre, Orthopädin zu sein, aber wenn ich Orthopädin wäre, könnte ich vielleicht auch, wenn jemand ganz besonders auffällig geht, vermuten, was medizinisch dahinter steckt. Dann würdest du aber auch nicht denken, ach Mist, jetzt bin ich wieder im Job, weil ich sehe da jemanden so und so laufen, sondern du siehst es, du hast einen Gedanken dazu, aber was soll's? Also ungefähr so ist das dann mal psychologisch. Also ich glaube, es gibt da tatsächlich auch in unseren Berufsgruppen einfach Menschen, die das tatsächlich, wenn sie ihren Kittel irgendwo an den Haken hängen und das Büro verlassen, die sind dann raus, die fahren nach Hause, haben ihre Family, gehen in den Schrebergarten, gehen mit dem Hund spazieren, haben irgendwelche abgefahrenen Hobbys und dann gibt's halt die, und da zähle ich mich tatsächlich mit dazu, die dann auch einfach weiterdenken. Weil man hat halt gerade mit solchen Fällen einfach auch, man schafft es nicht einfach, die Tür zuzuschließen und der Fall ist weg. Das geht nicht. Also, hat euch das weitergebracht? Ist ja auch aufregend. Fällen, dass wenn ihr zu Hause weitergedacht habt, einfach oder mit anderen Leuten geredet habt und da Parallelen gesehen habt, dass ihr dann irgendwie auf einen Fall gekommen seid, oh mein Gott, so hätte das. Ja, also gerade solche Auseinandersetzungen,
bringen immer was. Also ich bin auch ein großer Fan von so interdisziplinärer Arbeit, dass man sich halt auch wirklich bei komplexen, großen Fällen in der Gruppe zusammensetzt und jeder halt einfach so das beiträgt, wo ja eigentlich der Fachmann drin ist. Und wir haben da tatsächlich auch im LKA Sachsen mittlerweile Spezialisten aus allen unterschiedlichsten, von der IT, 3D-Rekonstruktion. Da sitzen wirklich immer alle möglichen Leute rum und hauen so Ideen rein. Und zum Schluss hat man halt immer irgendwie so ein Gesamtkonstrukt, was wirklich auch belastbar ist. Mhm. Einfach nur, weil sich Leute zusammensetzen und aus ihren verschiedenen Blickwinkeln Sachen beitragen. Eine Sache noch. Wir sind ja auch ab und zu beim Todesermittlungskongress. Es gibt in Deutschland einen großen Todesermittlungskongress, genau, einmal im Jahr. Und da haben wir auch letztes Jahr unabhängig voneinander Vorträge gehalten. Das heißt, da sind wir auch mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen. Genau, ja. Eine letzte Frage noch an dich. Ja. Du hast selber gesagt, dass du dich gern mit Leuten unterhältst, wie der perfekte Mord aussehen würde. Weißt du es und würdest du es hinbekommen? Rein? Also eine sehr, sehr kalte Frage. Aber es ist, aber wenn, also, wenn irgendjemand dann, ja, ja, genau. Also, vielleicht wissen wir es nicht. Nee, aber also ich meine, ich glaube, es ist ja, wie du halt schon gesagt hast, wenn man die richtigen Chemikalien kennt und weiß halt, wie der Zersetzungsprozess ist, dann... Ja, man muss halt einfach, man muss die Fehlerquellen kennen und möglichst die eigenen Fehlerquellen minimieren, aber es so konstruieren, dass die Fehlerquellen der anderen maximal reinhauen. Mhm. Also dann hat man eigentlich so die besten Karten. Und wenn man weiß, wie das System funktioniert, was gemacht möglich, wird, was möglich ist, tatsächlich mit auch. Mit so einem Vorwissen. Über Nacht oder? Aber Daniel Kübelböck-Fall war doch irgendwie so ziemlich heftig. Ja, aber das ist natürlich ein Fall, da handelt es sich einfach um eine riesige Fläche, die du nicht absuchen kannst. Ja, genau. Es ist einfach eine riesige Fläche, die du nicht systematisch absuchen kannst. Ja. Es gibt auch in Deutschland Fälle, wo nach wie vor noch Menschen vermisst sind, weil einfach die betreffende Fläche, wo sie gefunden werden könnten, viel zu groß ist und die Täter entweder nichts gesagt haben, wo sie sind, weil sie sich dann selbst irgendwie suizidiert haben, oder nach wie vor es keinen richtigen Tatverdächtigen gibt. Also es gibt ein paar Fälle in Deutschland, die sind nach wie vor so als Cold Cases dann auch laufen, beziehungsweise eben auch als Fälle gar nicht mehr laufen, weil die Täter Tatverdächtigen tot sind, dass dann auch nicht effektiv mehr eine große Manpower rein investiert wird, um danach zu suchen. Das sind dann eher so Zufallsfunde von Pilzsuchern oder halt irgendwie Jägern, die dann irgendwie im Herbst halt wirklich auch den Wald mal durchgehen. Da kommt sowas dann immer mit zum Tragen. Aber nach wie vor, muss man wirklich sagen, haben wir eine extrem hohe Aufklärungsrate in Deutschland. Das, was wir mitkriegen, was als Cold Case endet, sind halt dann wirklich so die Einzelfälle. Und ehrlich gesagt, auch da hat man sehr häufig schon eine plausible Hypothese, wer wahrscheinlich verantwortlich, genau, wäre. Und sagt so, okay, es ist sehr wahrscheinlich, aber es reicht nicht, um jetzt hier halt eine Verurteilung oder zu wirken oder so. Eben die Täter haben sich dann eben entweder nach der Ergreifung oder vor der Ergreifung schon selbst umgebracht. Und dann ist es natürlich, was die Suche angeht, und es gibt keine Hinweise irgendwo, dann stochert man natürlich wirklich im Trüben. Aber echt egal, wie viel du weißt, du kannst nie alle Zufälle ausschalten. Und das ist nämlich, genau, das ist nämlich dann immer der Punkt. Kannst du nicht. Also ja, das ist natürlich ein Gedankenkonstrukt. Und ja, man kann vieles machen, was auch aufgrund des Ablaufs so einfach ist, dass es minimal wenig Spuren hinterlässt. Ist das? Aber es passt halt nie zu 100%. Es war früher einfacher. Das, also wenn ich jetzt überlege, ich habe im 17. Jahrhundert einen umgebracht. Ja, da hattest du richtig gute Karten. Ja, und dafür, also, da gab es auch sehr viel mehr. Ach so, wichtig zum Ende. Ihr wisst vielleicht nicht, dass Tötungsdelikte ja massiv abnehmen seit Jahrzehnten. Das heißt, wir leben in einer so viel sichereren Zeit im Moment als früher. Und trotzdem wissen die Leute das nicht, weil der Medienkonsum und die Medienberichte gehen so hoch bei Tötungsdelikten. Ja, aber es hat spannend. Die Tötungsdelikte gehen so runter. Aber das Interessante ist, das ist mega spicy. Das Verrückte ist ja, ihr seht es ja eigentlich an den Crime-Podcasts. Also die Crime-Podcasts haben mittlerweile alle, ja, schon die großen Fälle durchgekaut. Ja, also ihr findet die großen deutschen Fälle in jedem einzelnen Crime-Podcast mindestens einmal durchgespielt. Ja. Und jetzt fangen sie mittlerweile an, mit irgendwelchen Randerscheinungen schon ihre Podcasts zu füllen, weil einfach die Themen ausgehen. Weil so ein, ich will jetzt mal sagen, profaner Mord, wo jemand zu einem anderen hingeht und sagt, ey, gib Drogengeld, Messer. Also wirklich die einfachste Konstruktion, ja, von einem Tötungsdelikt.
Das, will, das ist halt einfach ja, in der Statistik eine Eins. Das wirklich Auffällige, das ist schon zigmal berichtet. Und das ist natürlich auch dann diese Last, wenn du halt 20 Crime-Podcasts konsumierst. Ja, ja. Da denkst du natürlich, um Gottes Willen, in was für einem unsicheren Land leben wir. Aber wenn immer die gleichen Fälle... Die Leute irren sich total. Ich sehe das mal bei Facebook in den Kommentaren, dass sie dann immer bei einem Bericht über einen aktuellen Fall schreiben, boah, die Welt ist so schlimm geworden, wo ich so denke, Leute, die Statistik sagt das Gegenteil. So sicher. Ja. Aber das zeigt ja nur, dass es jetzt über Jahrzehnte ist, jetzt so ausgereift wurde. Alles, was wir jetzt mittlerweile, also was ihr könnt, alles, was jetzt mittlerweile so, was ihr alles so drauf habt, das zeigt einmal, was für einen guten Job ihr macht und dass es sich einfach nicht lohnt zu morden. Wobei an der Stelle ganz wichtig. Ja, es lohnt sich nicht. Moment, in den allermeisten Fällen, ich weiß, wir müssen gehen, aber letzter Satz. In den allermeisten Fällen ist es nicht so, dass Täter denken so, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in den Knast komme und wenn ja, wie lange komme ich dann in den Knast? Nein, die tun halt etwas aus unterschiedlichen Gründen. Häufig hat es mit Bedürfnissen und Emotionen zu tun. In den allermeisten Fällen sind es halt ganz basale Sachen wie Wut, Eifersucht, Kränkung. Manchmal auch Habgier. Ne? Aber und warum ist das denn so gesunken, wenn das doch gar nichts damit zu tun gut, hat? Gut, dass du das sagst. Es ist nicht so, dass die Täter so denken, boah, es ist so unwahrscheinlich, dass ich davon komme, ich lasse es lieber. Weil diejenigen, die es tun, die machen in den allermeisten Fällen nicht diese Kalkulation. Mhm. Sondern es ist eher so, dass die Welt zivilisierter wird. Ein wichtiger Faktor zum Beispiel, du darfst Kinder seit einigen Jahrzehnten nicht mehr schlagen in Deutschland. Durfte man ja früher. Und seit Kinder nicht körperlich misshandelt werden zum Beispiel. Allein das hat schon einen Effekt darauf, weil umso weniger Menschen körperlich und emotional misshandelt werden, desto weniger der Menschen, die als Kinder das nicht erleben, werden in der Folgegeneration schwere Straftaten begehen. Mhm. Da sind wir bei dem, was ich am Anfang sagte, Umweltfaktoren. Bei den richtig schweren Straftaten spielen oft diese negativen Erlebnisse eine Rolle. Und umso weniger Kinder sehr viel Schlimmes erleben, desto weniger von denen tun das. Das heißt, das ist ein Effekt. Das heißt, Kinder zu schützen, ist Verbrechensprävention für die nächste Generation. Ja. Wichtige Krass, Message. Ey. Yes. Mega. Yo. Boah, voll interessant.